Der Marktspiegel, bei dem auch meine Wenigkeit Anfang der 80er Jahre eine kleine schöne Kolumne hatte. Titel Stonis Diskotheke mit neuestem aus Rock und Pop natürlich und aus der Disco-Szene. Mit einer stolzen wöchentlichen Auflage damals von 450.000 frei verteilten Exemplaren. Wöchentlich. Der Marktspiegel also bringt in seiner aktuellen Ausgabe vom 15. Februar 2017 die Schlagzeile 30 Jahre Lokalfunk, 300 Gäste im Palazzo, Radioleute feierten heißen Geburtstag oder Geburtstagsparty. Lügenpresse, höre ich die Leute schreien. Ja, die Überschrift ist schon etwas irreführend, wenn man dann die Bilder sieht. Wo sind denn die Radioleute? Außer einem Herrn Koller sieht man da nicht wirklich viel echte Macher. Dafür Promis und möchte gern Promis, Sponsoren, Werbekunden, also Kunden und Nichtmacher. Natürlich die Leute, die es möglich gemacht haben, dass wir senden durften. Und wenn es heißt 30 Jahre, dann bezieht sich das möglicherweise auf das Funkhaus. Wir haben schon vor beinahe 32 Jahren gesendet aus der Königsstraße in Nürnberg, aus den damals noch NWF Neue Welle Franken Studios. Aber von den Leuten sieht man hier nicht einmal die große Radio- und später Frankenfernsehen-Legende Bianca Bauer-Stadler. Da muss man dann schon auf die Internetseite des Marktspiegels gehen. Da gibt es noch mehr Fotos. Peter Hadersin, der ist immer dabei. Ja, er macht auch ein klein bisschen Radio. Die Insider wissen das. ...1985 hat es ja angefangen, also vor 32 Jahren, mit den ersten Testläufen im Kabel, 30.000 Anschlüsse in Nürnberg-Langwasser aus der Neuen Welle Franken, ist Radio Charivari geworden. Mit Bianca Bauer-Stadler, Elke Schneiderbanger, Klaus Becker, rest in peace. Christian Heinecke war da zugange, später glaube ich nach Regensburg gegangen. Wolfgang Kurzke, später Studioleiter in Bayreuth. Der legendäre Sportkommentator Alex Glößlein, aktuell auf der Antenne Bayern. Ebenso wie der Pionier, mit dem ich gemeinsam 1985 zu Radio Charivari, also damals noch Neue Welle Franken, kam, nämlich Hakan Haksi Turan.
vor ein oder zwei Jahren nominiert zum besten Radiomoderatoren Deutschlands. Geworden ist es ein anderer, aber das ist schon eine große Ehrung, nominiert zu sein. Markus Steinkohl war bei Charivari. Jimmy Wawas. Norbert Walten war der erste Chef der Musikredaktion. Peter Rhein der erste Musikchef. Verantwortlich für den kompletten Output des Senders. Ehemaliger DJ im Wave in Schwabach. Sonny Hennig, legendärer Gründer der Deutschrock-Gruppe Ihre Kinder, versuchte bei Charivari anzuheuern, da man sein Rock-Konzept dort nicht einbauen konnte, ist er, wie wir alle wissen, zu Radio Gong, wo er heute noch die Sendung Rockzock macht. Nach Zwischenstationen bei RTL und bei Antenne Bayern. Markus Lesch war ein legendärer, investigativer Journalist, damals hochaktuell und brisant, das Thema Reaktorkatastrophe Tschernobyl. Manni Neune, auch ein legendärer Typ, Tonmeister, kam aus den historischen Studios Hildpoltstein. Im Studio von Jonas Borst, wenn ich mich recht erinnere, damals mit vielen fränkischen Bands, die da aufgenommen haben, aber auch bekannte Gruppen wie Extra Breit. Ging später in den Besitz meines Cousins über. Horst Hartmann. Und welche Namen aus der Gründerzeit fallen mir noch ein? Natürlich nicht zu vergessen, der Typ, mit dem ich gemeinsam meinen ersten Sprechunterricht hatte. Also, wir hatten zwar Einzelstunden, aber direkt hintereinander Roland Rosenbauer, mittlerweile aktiv mit Tim Faber, ehemals Charivari, ehemals Radio 5 Fürth bei Radio Kochblock, einem Internetsender. Nicht zu vergessen, der Consultant von BCI, Mike Haas, ehemaliger AFN-DJ und zu diesen Zeiten schon von allen vergöttert, später Station Manager, also Direktor von AFN Nürnberg und dann der Berater schlechthin für alle Oschmann-Radiosender und für die Antenne Bayern. Daher gab es da auch enge Verbindungen. Ich weiß aber auch von Produktionen, an denen ich mitgearbeitet habe, textlich oder sogar als Sprecher, die nach Würzburg gingen, nach Regensburg gingen, nach München gingen und dort ausgestrahlt wurden als fertige Tonkonserven. André Rothe war der große Sonny Boy,
den habe ich auch öfter in den Diskotheken, in denen ich nebenbei noch gejobbt habe, eingeladen zum Promi-Treff. Ist auch noch irgendwo, ich weiß nicht, im Hessischen oder so aktiv. Da gäbe es noch so viele zu nennen, die ich im Laufe der Zeit auch irgendwo ein bisschen vergessen habe oder die mir wenigstens im Moment gerade nicht einfallen, die mögen mir verzeihen. Ich selbst war ja insofern eigentlich nicht der waschechte Nürnberger, weil ich ihn aus Nürnberg erst sehr viel später gesendet habe, nämlich aus den Studios von Radio Z in der Oldie Goldie Sendung Living in the Past mit Herrn Brettschneider und Studiogästen wie Mark Sieberg alias Franz Sieberger aus Erlangen, der Originalsänger von Looking for Freedom. Kürzlich war er in einer TV-Show zu sehen bei Kai Pflaume. Ich machte da ja quasi eine Art Ausbildung, unter anderem mit Einzelstunden von Mike Haas und von Sprachtrainer Blome, habe ich vorhin schon angesprochen, beim Thema Roland Rosenbauer. Beide auf ihrem Spezialgebiet Top-Koryphäen und war von vornherein vorgesehen als Musikchef für die Bamberger, die neue Station Radio Regnitzwelle Bamberg, die dann jetzt 1987 tatsächlich 30 Jahre alt wird. Mal sehen, wer da feiert. Auch wieder nur die Damen und Herren Söder mit Nachwuchsmoderatorinnen. Oder die Innenminister oder die bayerische Ministerpräsident AD. Es waren natürlich auch einige tatsächliche Radiomacher bei dieser Party, nur aufs Bild vom Marktspiegel durften die offensichtlich nicht. Für alle, die sich für die echten Macher interessieren, meine Empfehlung: Schaut auf Facebook auf die Seite Lokale Nürnberger Rundfunk Pioniere, eingerichtet von Roland Rosenbauer, vielen Dank auch dafür. Da gibt es ohne Ende die Golden Memos, die wunderschönen Erinnerungen an mehr als 30 Jahre lokaler Rundfunk in Nürnberg.